Berlin in der Zukunft. In der Mitte der Hauptstadt, unmittelbar am Regierungsviertel, eröffnet der neue Lehrter Bahnhof. Der Zentralbahnhof Berlins und zugleich der größte Kreuzungsbahnhof in Europa. Der Lehrter Bahnhof als Schnittstelle im zusammenwachsenden Europa war eine Herausforderung für die Hamburger Architekten von Gerkan, Mark und Partner. Das 430 Meter lange Ost-West-Dach und die 180 Meter lange Nord-Süd-Bahnhofshalle bilden ein gläsernes Kreuz, das auch den unterirdischen Trassenverlauf oberirdisch sichtbar macht. Eine Aussichtsplattform in 42 Metern Höhe eröffnet einen fantastischen Blick auf das Regierungsviertel und die neue Berliner Mitte. Die großzügige und lichtdurchflutete 50 Meter breite Bahnhofshalle, die von zwei Bürogebäuden eingerahmt wird, bietet neben DB-Service-Einrichtungen ein attraktives Einzelhandels- und Gastronomiespektrum. Ein Food Court am südlichen Ende der Bahnhofshalle fasziniert mit seiner reichen Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten. Der großzügige Bahnhofsvorplatz ist Veranstaltungsort für Konzerte und Events, die den Bahnhof und das Stadtquartier bis in die Nacht hinein attraktiv und erlebenswert machen. Von dem schwebenden Café aus überschaut man das bunte Treiben auf den Bahnsteigen. Ruhe bietet die Business Lounge, in der Geschäftstermine wahrgenommen werden können. Eine interaktive Ausstellung lädt Bahnbegeisterte, Nostalgiker und Visionäre zu einer virtuellen Reise durch die Geschichte und Zukunft der Bahn ein. Angeschlossen an das Hochgeschwindigkeitsnetz der Deutschen Bahn sind alle wichtigen Fern- und selbstverständlich auch Regionalbahnhöfe vom Lehrter Bahnhof aus erreichbar. Verkehrsexperten rechnen für die Zukunft pro Tag mit 240.000 Passagieren, die auf den zwei sich kreuzenden Ebenen ankommen und abreisen werden. Als internationaler und regionaler Knotenpunkt in einem neu geordneten Streckennetz erhält der Lehrter Bahnhof eine herausragende Position. Nach Hamburg beispielsweise reist man mit dem Transrapid in weniger als einer Stunde. Als Tor zur deutschen Hauptstadt, als innerstädtischer Anlaufpunkt für Reisende aus den wichtigsten Großstädten Europas, vermittelt der Lehrter Bahnhof den ersten Eindruck der modernen Metropole Berlin. Aber auch das Umfeld bietet den ankommenden Fahrgästen ein neues großstädtisches Flair. Nach Plänen von Oswald Matthias Ungers entsteht hier ein lebendiges Stadtquartier mit attraktiven Geschäften, Cafés und hochwertige Büros. Der neue Lehrter Bahnhof Berlin, die Drehscheibe Europas im Herzen Berlins.